von unseren antifaschistischen Freunden von AK-36. Die Türkisch-Islamische Union, der Anstalt für Religion, kurz DITIB, nach außen als weltoffen, dialogbereit und tolerant. Bei näherer Betrachtung sind es aber eben exakt die Treffpunkte, Vereinshäuser und Moscheen von DITIB, in denen insbesondere Jugendliche auf Kurs des türkischen AKP-Regimes gebracht, politisiert und radikalisiert werden. Eine Entwicklung, die nicht nur potenzielle Gefahr für hier lebende Oppositionelle darstellt, sondern auch, wie am Beispiel den Slaken, im sogenannten Heiligen Krieg enden kann. Seit dem Jahr 1948 wird der Dachverband der DITIB bundesweit systematisch auf- und ausgebaut. Dabei fungieren die DITIB-Verbände als verlängerte Arm des in der Türkei beheimateten Ministeriums für Religionsangelegenheit, dem DITIB direkt unterstellt ist und vom selbigen betrieben wird. Bundesweit hat die DITIB rund 1000 Einrichtungen. Diese Einrichtungen haben sowohl Gebetsräumlichkeiten als auch Räumlichkeiten, in denen politische und soziale Veranstaltungen stattfinden. Die hierarchischen Strukturen der DITIB lassen die enge Verbindung zur türkischen Regierung zum Vorschein treten. Die DITIB-Imame stehen an der Basis und sind an die Religionsattachés der Konsulate gebunden, die wiederum an die jeweiligen Vertreter in den Länderbotschaften gebunden sind. Diese Landesvertreter sind selbst an den Chef des Ministeriums für Religionsangelegenheit in der Türkei gebunden und unterstehen so der direkten Weisung des AKP-Regimes und dessen Politik. Bei der Abstimmung zum Präsidialsystem 2017 fanden bundesweit AKP-Wahlkampfveranstaltungen und Schulungen in Räumlichkeiten von DITIB statt. Weiter fungieren DITIB-Mitgliederinnen als Ordnerinnen und Rednerinnen auf ultranationalistischen Demonstrationen. Die Verbindung zu türkischen Faschisten, wie beispielsweise den Grauen Wölfen, sind dabei fließend und überschneiden sich personell. Zudem sind DITIB-Imame immer wieder in Spionageaktivitäten verwickelt, die sich insbesondere gegen hier lebende angebliche Anhängerinnen der Gülen-Bewegung richten. Seit dem Beginn des türkischen Angriffskrieges gegen den Kanton Afrin der Demokratischen Föderation Nordsyrien wird auch hierzulande in Räumen der DITIB für den Sieg türkischer Soldaten und ihrer dschihadistischen Proxymilizen gebetet. Wir wollen die Gelegenheit dazu nutzen, ein paar Worte direkt an die Mitglieder und Untergebenen DITIBs zu senden. Uns geht es um Leben, um ein Leben vor dem Tod, in Würde und Freiheit. Wir kämpfen auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichen Mitteln für eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Sklaverei. Für eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Euch geht es um Kalifate, die Verwirklichung eurer patriarchalen Gewaltfantasien, Vernichtung und Tod. Ihr betet für den erfolgreichen Krieg türkischer Soldaten in Syrien und damit für bestialische Morde, Vergewaltigungen und Gräueltaten an unseren Genossinnen, Freundinnen, Brüdern und Schwestern. Denkt nicht, dass wir das vergessen und verzeihen. Denkt nicht, dass wir vergessen, dass ihr es seid, die ein Regime unterstützen und Teil dessen seid, das Gefangene foltert, Städte und Dörfer in Schutt und Asche bombardiert, Sprachen verbietet, jegliche Kritik und Meinungsäußerung im Keim erstickt und einen organisierten Femizid betreibt. Denkt daran, dass wir wiederkommen, solange bis eure Despoten gefallen und eure Läden dicht sind. In diesem Sinne, DITIB dicht machen, Faschisten bekämpfen.